Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire Redemption. Ich habe mal gerade auch mal so ein bisschen nachgelesen, so im Laufe der Zeit, und es soll wohl ganz sinnvoll sein, wirklich hier bei den Kämpfen die Gegner einzeln anzulocken und dann halt mit der kompletten Gruppe drauf zu hauen. Ich muss gehen. Von daher könnt ihr mal kurz da oben bleiben. Und obwohl, hier ist im Moment noch relativ ruhig, dann kommt noch mal gerade mit. Zurück. Genau. So, der Blutstein ist auch gar nicht so verkehrt. Oh, da ist ein Gegner. Okay, so viel dann zu. Die kommen irgendwann, lässt sich gut an. Anlocken. Ach so, du bist schon wieder hier. Flieht, dann verschone ich euch. Oh Herr, ich bin zur Jagd auf die Lebendigen, verdammt. Die rennen halt. Wieso rennen die denn? Wie sagt das doch? Geht doch. Du machst jetzt halt überhaupt nichts mehr. Der geht drauf. Wie gesagt, diese Kämpfe sind echt zum Kotzen. Sie machen mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin überlegen, ob ich tatsächlich mal hingehe und ein Unverwundbarkeits-Cheat oder irgendwas mache, dass ich wenigstens die Story genießen kann, weil so ist das. Mö. Wie gesagt, er macht halt nichts. Er soll angreifen, er greift nicht an. Machen sie halt gar nichts mehr. Die greifen irgendwie gar nichts mehr an. Wie gesagt, das ist halt das Problem, dass halt hier, es macht keiner, was er soll. Die Kämpfe funktionieren halt hinten und vorne nicht. Von daher. Und ich muss halt Anort neu machen, das geht mir halt so unglaublich auf den Sack hier bei dem Spiel. Oder ich lasse es halt komplett bleiben. Ich meine, die Atmosphäre ist ja ganz schön gemacht. Da kann ich ja nichts sagen, aber der Spielspaß bleibt extrem auf der Strecke. Möglich, dass ich irgendwie falsch angehe, aber ich habe halt keinen Bock da jetzt, was weiß ich was, ein Kampfstab, okay. 50 verschiedene Taktiken ausprobieren. Das ist mir alles immer viel zu stressig bei den Spielen. Reingehen, draufhauen, fertig. Mehr brauche ich nicht. Hast du... Ach, du hast die ganzen Bögen auch noch dabei. Hm. Könnt ihr auch mal noch irgendwie weghauen. Du kannst den mal noch mitnehmen. Bräuchte auch Körperkraft. Was habt ihr eigentlich? Weil ich habe, es soll wohl auch ganz sinnvoll sein, die auf 55 Körperkraft zu packen. Ja, das dauert hier noch ein bisschen. Schade. Na, vielleicht mache ich das als nächstes Mal. Und dann können wir dem auch eine bessere Rüstung anziehen. Du hast sogar 55, sehe ich. Praktischerweise. Dafür wird dir Geschick abgezogen. Hä? Wieso das denn? Hast du da irgendeinen Gegenstand an? Keine Ahnung. Na gut, speichern wir mal wieder. Die Viecher sind halt auch extrem ätzend. Ich verlange nach Blut. Wie gesagt, anstatt einfach mal ordentlich drauf zu hauen und die mit zwei Schlägen wegzubringen. Hier, Kettenpanzer, guck mal, das wäre doch sowas. Das kann ja wahrscheinlich keiner. Doch, du könntest es sogar tragen. Hm.
Wenn du den Platz hättest. Komm, wir hauen jetzt mal das Zeug hier weg. Kurzfristig. Dann legen wir das noch ab. So. Ach nee, ich glaube, ihr steht halt einfach im Weg. Mal Dämmchen. Geh jetzt mal nicht zu weit weg. So, dann können wir... Du wirst ja eh immer nach vorne geschickt. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so dumm. Wenn du mal ein bisschen was Anständiges kriegst. Vielleicht mache ich dann Christoph auch zum Fernkämpfer. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, was wertvoller ist. Die Rüstung oder... Der Dings. Was ist denn das für ein Buch? Eigenschaften 1. Und dann gib das mal ab. Wo man das jetzt gebracht hat. Blutperle. Yep, das lohnt sich. Du hast wahrscheinlich das andere schon genommen. Oder das kam ja aus dem anderen Spielstand noch. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Der ist immer noch rasend. Kehr zu mir zurück. So, dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Guck mal, da will wieder einer. Dann lösen wir uns nochmal schnell. Ich ziehe mich zurück. Ich muss gehen. Jawohl. Komm, schön mit. Komm, komm, komm. Zack. Kehr zu mir zurück. Aua. Wie wär's, wenn ihr vielleicht mal draufhaut, Kinders? Der steht hier einfach und macht nix. Ihr macht nix. Keiner macht irgendwas. So. Dann saugen wir den doch mal leer. Noch klappt das ja ganz gut. Dann hast du auch wieder Blut. Und wir können weitermachen. Ah, ich glaube, ich muss hier wirklich ein bisschen mehr mit Taktik reingehen. Wie gesagt, möglichst die einzeln rausziehen. Relativ schnell Ruhe hier. Sehr schön. Genau, bleibt ihr einfach mal da. Das hat ja einigermaßen gut funktioniert. Ich muss gehen. Ich ziehe mich zurück. Jetzt haben wir da halt nochmal zwei. Und da unten ist, glaube ich, noch so ein Hüpfer, ja. Locken wir die doch einfach mal an. Kehr zu mir zurück. Hier greift es automatisch an, oder wie? So. Kurz heilen. Das zieht netterweise gar kein Blut oder fast kein Blut mehr ab. Aber so klappt das doch tatsächlich. Es dauert halt viel zu lange für meinen Geschmack, aber es scheint zumindest einigermaßen erfolgreich zu sein. Von daher behalten wir die Taktik mal so ein bisschen bei. Hier
hilft dir ab und zu doch mal im Internet nachzulesen. Könnt vielleicht mal ein bisschen mitkommen hier. Du sollst doch hier nicht vorrennen. Seht! Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Hallo? Ihr macht gerade überhaupt nicht das, was ihr tun sollt, Kinas. Ich ziehe mich zurück. Wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache, die. Ich bräuchte. Also hier eine Pausenfunktion wäre halt super. Und sehr, sehr notwendig. So muss ich halt alle 3 Meter speichern, aber. Ne. Da ist ja noch einer. Du bleibst hier. Auch wenn du gerade Blutstärke genommen hast, warum auch immer bei dem kleinen Viech, das ist halt auch. Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Oh Herr, ich bin zur Jagd auf die Lebendigen. Was machst du denn da? Ihr sollt das hier einzeln angreifen. Nicht blind reinrennen. Das ist doch nicht wahr. Dann renn halt rein und werd getötet. Hast du den umgehauen? Du könntest mal versuchen, den hier zu beißen, meine ich eigentlich. Na komm. Lass dich mal beißen. Danke. Na, der ist ja schon so gut wie tot. Das Vieh steht halt auch ziemlich blöd da gerade. Hast du noch irgendwas an Tränken? Tatsächlich nicht. Ach stimmt, der eine lebt ja noch. Na gut, dann gehen wir uns den mal halt leer saugen. Du hast dich aber auch so ein bisschen verbuggt, habe ich den Eindruck. So, sehr schön. Weiter saugen, bitte. Nicht entkommen lassen. Wir brauchen außerdem das Blut. Komm. Njam, 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 njam. So, ja, wie gesagt, so geht's einigermaßen. Aber es dauert mir, wie gesagt, zu lange. Aber gut, vielleicht können wir dann weitermachen, ohne dass ich das Spiel abbreche. Mein find's halt immer etwas nervig, dann unvollständige Projekte hier auf dem Kanal zu haben oder abgebrochene. Ich will euch ja auch dann die Gewissheit bieten, dass es halt fertig gemacht wird, wenn ich hier was angehe. Noch eine Lederrüstung. Aber die wird halt nichts Besonderes können, oder? Nö. Kehrt zu mir zurück.
So, dann sammelt euch nochmal. Pfad des Blutes, der Taumaturgie. Okay. Warum kannst du das jetzt nicht nutzen? Ach so, Geistschärfe und Intelligenz. Keine Menschen. Na gut, dann geben wir das doch mal Mädelchen hier. Kehr zu mir zurück. Wo ist denn die? So, mal etwas näher kommen, bitte. Jetzt haben wir Blutmagie. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Da haben wir noch eine Schriftrolle. Immer die bringt. Können wir zumindest nicht anwenden. Ah ja. Gebe ich mal gerade ab. Ah ja, und diesmal gibt es hier ein Biest zu bekämpfen. Was bringen denn die Klauen bei dem Elementar? Achso, ich hab's noch nicht gewählt. Genau, gehen wir hier auf den Tank drauf. Der kann das üben. Und alles für ein wenig Krankheitsenzyme hier. So, du heilst dich gerade nochmal schnell. Ich glaube, bei ihr sollte ich auch mal auf die Blutheilung gehen. Ich sollte bei allen auf die Blutheilung gehen. Ich meine, so wenig Blut wir hier teilweise kriegen. Und Lebensdinger ist das schon ganz sinnvoll. Beziehungsweise ich glaube, wir können es ja nur noch über Blutheilung heilen, oder? Sowas wie Heiltränke habe ich jetzt noch nicht großartig gesehen. Naja. Da hatte ich auch seit einer Weile nicht mehr gespeichert, merke ich gerade. So, dann darfst du mal wieder vor. Dankeschön. Ein weiterer Blutstein, den geben wir auch mal Serena. Oder Serana? Serana. Wie heißen die alle so? Der Hunger hat mich überkommen. Ich muss zur Mahlzeit schreiten. Nö, nö, ich hab mich nur verklickt. Alles in Ordnung. So, achso, Wege des Abgrunds. Ich glaube, das war, dass wir uns quasi in unser Dings zurückteleportieren können. In unsere Zuflucht. Da haben wir zwei und Gefangene. Okay, interessant. Ich ziehe mich zurück. Ich muss gehen. Sakrament! Gut, einen haben wir. Schade. Aber ich glaube, du hast hier eh schon gerade was rein, oder bzw. alles reingepfiffen, was du hattest, oder? Yep. Gut, aber ihr steht eigentlich ja ganz gut da. So läuft das tatsächlich deutlich besser, merke ich mal. Dann holen wir uns hier noch Nummer 2. Na, die Hüpfer waren jetzt nicht so geplant, aber hey. Passt schon. Okay, das waren leider ein paar zu viel. Oh Gott, beweg dich doch. Jetzt wird er von diesem verfickten Drecksding hier blockiert. Auch dieses Spiel, echt. Also die Steuerung ist zum Kotz. Meine Güte. Mangel an wertvollem Blut.
glaube, ich habe ihn alleine gelockt. Das wäre nämlich ganz cool. So, dann können wir da mal draufhauen. Und du frisst hier mal eine Runde. Dankeschön. Sehr gut. Guck mal, jetzt haben alle wieder Blut. Das ist doch super. Wie gesagt, die Kämpfe, mal laufen sie nicht. Im Moment geht es tatsächlich mal ganz gut mit der Taktik. Ich hoffe mal, die kann ich weiterhin so noch ein bisschen beibehalten. So, dann wärst du vollgesaugt. Liegt der da am Boden irgendwo? Ihr steht natürlich auch wieder alle unglaublich günstig da rum. Ach, du saugst ihn jetzt leer. Naja. Dann darfst du halt mal eine Runde saugen. So, war ja noch mindestens einer von denen da drin. Dazu seid ihr jetzt, was Blut angeht, wieder aufgefüllt. Holen wir uns erstmal das Kleinviech. Sehr schön, du heilst dich vielleicht gerade nochmal. Und dann gehen wir gleich mal hier weitermachen. Das dürfte der letzte sein, hoffe ich mal. Na los, lass dich mal empfangen. Was macht ihr denn da? Aber gut. Da geht's dann wohl weiter. Ich speichere den Spaß allerdings noch mal kurz ab. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Noch ein Buch. Ah, Adans Manifest. Transportliste für den Sklaventransport im Oktober. Ladung: 7 sterbliche Sklaven und 3 kanitische Gefangene. Der Ventrues-Karawanenführer Graf Osi wird die Sklaven zum Gildehaus in Wien bringen. Mhm, dann geht's wohl nach Wien. So, Schatzkiste. Nehmen wir auch mal mit. Können wir verkaufen. So, bevor ich mit euch rede, speichere ich. Wer weiß, was ihr mir nachher noch antun wollt, meine lieben Damen. Wir haben Gefangene gefunden. Die Macht der Promethea hat euch von euren Fesseln befreit. Untertänigsten Dank für unsere Rettung. Ihr habt uns gerettet. Gott segne euch, Fremder. Ja, gerne. Wer braucht denn noch Blut? Nee, oder? Nee, wissen wir nicht. Eindringlinge! Gut, wir brauchen... Kommst du? Scheinbar. Zur Hölle mit euch! Diese Schmerzen. Aber ja, gut, es war halt nur ein Knapper, aber ich glaube, das war echt gut, dem jetzt mal die Rüstung anzuziehen und den vorzuschicken. Auf einmal funktionieren die Kämpfe ja einigermaßen. Nächste, bitte. Zur Hölle mit euch! Ihr könnt ruhig draufhauen, die Kinnas.
damit hätten wir ihn. Ihr bleibt bitte hier oben. Achso, die kämpfen gegen diese Viecher da unten. Ja, das ist auch in Ordnung. Das passt mir ja auch nur ganz gut. Das hier ist kein Platz für euch. Flieht, dann verschone ich euch. Du wirst gerade ausgesaugt, Kumpel. Ja, Blut. Wie gesagt, brauchst du noch 5 Blut. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Gut. Dann gehen wir nochmal weiter. Da haben wir noch ein bisschen was, was wir anlocken können. Jawohl, ja. Zack. Und sogar nur ein Neugeborener. Ja, weißt du was, dann kannst du eigentlich mal von ablassen. Und, Wer wagt es, das Gildehaus der Tremere ungebeten zu betreten? Könnt ihr euch alle jetzt mal dran gütlich tun. Nee, nee, nicht platthauen, saugen bitte. Dann halt nicht. Aber gut. Achso, ich habe auch noch auf Blutheilung, sehe ich gerade. Verdammt, muss ich auch nochmal umstellen. Gehen wir mal aufs Beißen. So, weiter geht's. Wie gesagt, ihr wartet hier oben schön. Und ich kann dann mal schauen, dass ich so nach und nach eins. Kehr zu mir zurück. Hier ist jetzt einigermaßen leer. Wie es aussieht. Vielleicht sollen wir mal gerade hier unten gucken. Jawohl, Blutstein. Nehme ich auch nochmal an. Was hast du jetzt wieder getriggert? Ich hoffe, der ist alleine. Nee, ist er nicht. Nein, nein, du... Ach, das ist wie diese Steuerung. Du sollst den beißen. Meine Herren, Spiel. Funktionier doch verfickte Scheiße mal so, wie du sollst. Achso, du hast doch voll, sehe ich gerade. Spüren Mangel an wertvollem Blut. Lausus incorpore tremens muleus. Es brennt. Ihr macht absolut nicht das, was ich euch angebe, Spieler. Ihr verdammten Vollidioten, jetzt rennt doch nicht. Oh Gott, fick dich doch einfach. Das ist doch nicht wahr, Spiel. Mensch!
Die KI ist so unglaublich zum Kotzen hier. Meine Herren. Du hast gar kein Blut mehr, die anderen haben es alle halt halb aufgebraucht. Ihr wart doch vorhin noch voll. Naja, wie gesagt, es läuft ein bisschen besser, es läuft immer noch nicht schön, es läuft immer noch nicht so, wie ich mir das erwarten würde, aber mal gucken, wir kommen besser voran, das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.